Servus bei Anker TV. Heute gibt's wieder ein schnelles Unpacking. Los geht's nach dem Intro. Gut, dann machen wir das einmal kurz und knackig. Mal schauen, ob ich da überhaupt ein Messer brauche. Ich glaube nicht. So. Und zwar haben wir da den Film Killer Pussy. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum da Sexual Parasite steht. Der Film ist unter zwei Namen erschienen, eben unter Killer Pussy und unter Sexual Parasite. Es sollte da drin aber ein Wendecover sein und auf dem Wendecover sollte dann Killer Pussy stehen. Das zeige ich euch auch gleich noch, beziehungsweise schauen wir gleich gemeinsam nach, ob das auch wirklich drin ist. Warum zeige ich euch diesen Film überhaupt? Weil das ist ja jetzt keine besondere Auflage, also kein Mediabook oder sonst was, sondern eine ganz normale DVD. Tatsächlich war dieser Film ziemlich schwierig zu bekommen. Ich habe den Film jetzt in Amerika bestellt, habe den zu einer Kollegin nach Kanada geschickt und die hat den dann netterweise nach Europa geschickt. Der war auch nicht ganz billig, ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe, aber ich glaube mit Versand jetzt fast 100 Euro dafür. Und es gibt von diesem Film zwei Schnittfassungen. Einmal der aus Hongkong. Der aus Hongkong hat Retuschierungen. Und meines Wissens ist das wirklich die einzig unbearbeitete, ungeschnittene Version. Das ist die amerikanische Version. Schauen wir uns das einmal von hinten an. Von hinten schaut das Ganze so aus. Wir sehen, dieser Film hat eine Laufzeit von 60 Minuten, hat japanische Sprache und englische Untertitel und ist unrated. Also wir haben da die unrated Fassung und ihr seht schon da hinten, wenn ihr euch das Cover anschaut, also ich glaube, das wird ziemlich ein schräger Film werden, halt so typisch japanisch. Ich nehme an, es ist ein japanischer Film, wenn er japanische Sprache hat oder aus Hongkong vielleicht, wenn es eine Schnittfassung aus Hongkong gibt. Auf alle Fälle, das wäre jetzt ein richtig asiatischer schräger Splatter-Sicko-Film werden, nimm mir mal an. Und jetzt machen wir den Film noch auf. Wo habe ich denn mein Messer hingetan? So, jetzt finde ich mein Messer nicht mehr. Messer. Gut, jetzt wird es spannend. Hoffen wir, dass das auch wirklich drin ist. Ah ja, der Film selber ist übrigens schon etwas älter. Ich glaube, von 2004 ist dieser Film. Also der hat doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. So. Und ja, da haben wir dieses Wendecover. Das werden wir jetzt gleich umtauschen. So. Und dann schaut das Ganze schon wesentlich besser aus. Also, der Film Killer Pussy, ein asiatischer, schräger Sicko-Splatterstreifen. Ich werde früher oder später ganz sicher ein Review dazu machen. Wir sehen uns auf alle Fälle beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!